Der erste Fall dreht sich um Claire Burnell. Also kleine Content-Warnung, es geht um Femizid, Stalking und um psychischen Missbrauch. Es ist nur ein Date. Ein kurzes, unverbindliches Treffen mit einem Kollegen. Keine große Sache, bei der sich Claire Burnell viele Gedanken macht. Sie kann nicht damit rechnen, dass dieser Tag ihr gesamtes Leben ändern wird. Ein Leben, das von nun an von Angst bestimmt wird. Für Claire Burnell erfüllt sich 2003 ihr großer Traum. Sie ist eine ausgebildete Visagistin und Make-up-Artist und schon lange träumt sie davon, aus der kleinen Stadt Turnbridgeville in der Grafschaft Kent auszubrechen und in eine Metropole zu ziehen. Als sie 2003 eine Zusage für einen Job in der Kosmetikabteilung der britischen Luxus-Kaufhauskette Harvey Nichols in London bekommt, ist sie überglücklich und blickt voller Zuversicht auf ihr Leben in der Hauptstadt. Sie zieht zusammen mit zwei anderen Frauen in eine WG und sie liebt ihre Arbeit in der Kosmetikbranche. Ende des Jahres 2004, die 23-jährige Claire arbeitet zu diesem Zeitpunkt seit fast 2 Jahren im Luxuskaufhaus, fängt ein neuer Security-Mann im Kaufhaus an. Es ist der 30-jährige Michael Piech, der ist aus der Slowakei und dort zuerst als Soldat und schließlich als Security bei der amerikanischen Botschaft in Bratislava, bevor er dann 2003 nach London zieht. Und kurze Zeit nachdem Michael bei Harvey Nichols angefangen hat, spricht er Claire an und fragt sie nach einem Date. Und sie lernt gern neue Leute kennen, also sagt sie zu. Im Januar 2005 gehen die beiden das erste Mal aus. Insgesamt treffen sie sich 3 Mal innerhalb von 3 Wochen. Und die 23-Jährige ist nicht auf der Suche nach etwas Ernstem, zumal Michael auch gerade mitten in der Scheidung von seiner Frau steckt, die in der Slowakei lebt. Aber Claire merkt schnell, dass der 30-Jährige eine feste Beziehung mit ihr will. Auch wenn sich die beiden nicht mehr wirklich gut kennen. Und was nach dem ersten Date zunächst wie Eifersucht wirkt, entpuppt sich schnell als besessenes, kontrollierendes Verhalten. Michael will nicht, dass Claire andere Leute trifft, er ist eifersüchtig und er schreibt ihr ununterbrochen, wenn sie etwas mit Freundinnen unternimmt und er will ihr sogar verbieten, ihre Familie zu besuchen. Nach 3 Treffen macht sie ihm dann deutlich, dass sie sich nicht mehr sehen sollten. Es ist also eine Abfuhr, die Michael nicht akzeptiert. Im Februar 2005 verbringt Michael dann einige Tage in der Slowakei und als er zurück in London ist, ruft er Claire an und sagt ihr, dass sie ihn unbedingt vom Flughafen abholen müsse. Widerwillig stimmt sie zu, sie will ein normales Verhältnis zu ihm wahren, schließlich müssen sie sich ja auch täglich bei der Arbeit sehen. Aber beim Abholen vom Flughafen bleibt es nicht. Er überredet Claire, zu ihrer Wohnung zu fahren und dort angekommen, reicht es ihr. Er will nämlich bei ihr übernachten. Sie versucht, ihn rauszuschmeißen, aber Michael will partout nicht gehen. Sein Gepäck wäre zu schwer, um es allein durch die Stadt zu tragen. Und er willigt erst einzugehen, nachdem sie ihm angeboten hat, ihn zum Bahnhof zu bringen. Aber dort angekommen, weigert er sich wieder, einen der Züge zu nehmen. Claire ist wütend, sie sagt ihm nochmal, dass sie ihn nie wieder treffen werden und sie lässt Michael am Bahnhof stehen. Aber er folgt ihr erneut bis zu ihrer Wohnung, wo er 2 Stunden vor der Tür wartet und sie in dieser Zeit 20 Mal anruft. Sowohl Claire als auch ihre Mitbewohnerin versuchen mehrmals dem 30-Jährigen dann klarzumachen, dass er gehen soll und dass Claire nichts mehr von ihm wissen will. Aber auch das interessiert Michael nicht, stattdessen beleidigt und beschimpft er ihre Mitbewohnerin. Als er dann endlich geht, hofft Claire, dass damit das alles endlich zu Ende ist. Aber das ist erst der Anfang. Am nächsten Morgen steht Michael wieder vor ihrer Haustür. Claire ignoriert ihn und nimmt sein Geschenk nicht an, aber sie ahnt bereits, dass er auch bei der Arbeit nicht von ihr ablassen wird. Welches Ausmaß das annimmt, weiß sie nicht. Claire kann keinen Schritt mehr im Kaufhaus machen, ohne dass Michael sie beobachtet. Täglich spricht er sie an, sagt ihr, dass er sie liebt und auch Claire ihn lieben würde und es endlich zugeben soll. Wenn sie ihn ignoriert, bittet der andere Angestellte, Claire für ihn anzusprechen. Wenn die 22-Jährige Feierabend hat, verfolgt er sie jeden Tag bis nach Hause und er wartet mehrere Stunden vor ihrer Haustür. Er bombardiert sie mit Anrufen und SMS und bis zu 50 schreibt er ihr täglich. Der Ton der SMS wird von Tag zu Tag bedrohlicher, von
wir sollten zusammen sein, wechselt es schnell in ich werde mich umbringen, wenn wir nicht zusammen sind oder wenn ich dich nicht haben kann, soll dich keiner bekommen. Als Claire Michael bei der Arbeit ein letztes Mal bittet, sie endlich in Ruhe zu lassen, eskaliert die Situation. Er packt sie, brüllt und schreit, dass sie ihn zu lieben hat. Die Angst vor Michael begleitet Claire von nun an stetig, was sich auch massiv auf ihren Gesundheitszustand auswirkt. Sie leidet unter Schlafstörungen und Konzentrationsproblemen, sie zieht sich zurück und will nicht mehr das Haus verlassen. Nur mit den wenigsten aus ihrem Umfeld spricht Claire darüber, wie sie sich fühlt und dass sie in ständiger Angst lebt. Zu groß ist die Scham, denn sie glaubt, es sei ihre Schuld. Schließlich habe sie Michael in ihr Leben gelassen. Ihre Mutter Trisha vertraut sie auch an, dass sie Angst hat, Michael anzuzeigen, da sie fürchtet, nicht ernst genommen zu werden, da er ihr gegenüber noch nicht handgreiflich geworden ist. Aber das ändert sich am 30. März 2005. Michael hat sie erneut nach der Arbeit verfolgt und sitzt in derselben U-Bahn wie Claire. Als sie dann aussteigt, um nach Hause zu rennen, stößt sie der 30-Jährige um, sodass Claire hinfällt. Sie droht ihm, ihn anzuzeigen und bei der Arbeit zu melden. Und alles, was Michael dazu nur sagt, ist, wenn du mich anzeigst, bringe ich dich um. Mithilfe der Kameraüberwachung im Kaufhaus kann Claire dann ihren Vorgesetzten beweisen, dass Michael sie bedroht. Er wird zunächst auf eine andere Etage versetzt, bis sich dann ein Kollege meldet. Michael habe ihn nach der Höchststrafe für Mord in Großbritannien gefragt. Michael Piech wird daraufhin sofort suspendiert und ihre Vorgesetzten raten Claire, die Vorfälle bei der Polizei zu melden. Sie hat nun das erste Mal das Gefühl, nicht allein zu sein und sie traut sich zu dem Schritt. Sie zeigt ihren Stalker an, der daraufhin festgenommen wird. Aber die Erleichterung über Michaels Verhaftung hält nicht lang, denn er kommt auf Kaution wieder frei. Die einzige Kautionsbedingung ist, dass er darüber belehrt wird, keinen Kontakt mehr zu Claire Burnell aufzunehmen. Eine Anordnung, die er in keinster Weise ernst nimmt und ihn auch nicht am Stalking hindert. Jeden Tag steht Michael Piech erneut vor ihrer Haustür und belästigt sie mit zahlreichen Anrufen und SMS. Claire zieht sogar um und wechselt mehrmals ihre Telefonnummern, aber innerhalb kürzester Zeit hat er auch ihre neue Adresse und ihre Nummer herausbekommen. Da er gegen die Kautionsbedingungen verstoßen hat, wird Michael Piech im Sommer 2005 erneut festgenommen. Claire ist voller Hoffnung, dass nun das Stalking endlich beendet ist und Michael im bevorstehenden Gerichtsprozess verurteilt wird. Aber das ist nicht der Fall. Obwohl der 30-Jährige bereits gegen seine Kautionsbedingungen verstoßen hat, wird er erneut freigelassen. Aber diesmal wird Claire nicht darüber informiert, dass ihr Stalker erneut auf Kaution frei ist. Während sie sich also in Sicherheit fühlt, langsam wieder beginnt ihr Leben zu genießen, mit ihrer Mutter in den Urlaub fährt, kann Michael ungehindert seinen tödlichen Plan vorbereiten. Er reist in die Slowakei, seinen Pass muss er bei der britischen Polizei nicht abgeben und es ist ihm auch nicht untersagt zu verreisen. In seiner Heimat nimmt er Übungen auf dem Schießstand und er beantragt einen Waffenschein, er kauft eine Pistole und meldet sie bei der slowakischen Polizei an. Ohne Probleme, trotz des laufenden Verfahrens gegen ihn. Mit der Pistole bewaffnet, macht er sich mit dem Bus auf den Weg zurück nach Großbritannien. An keiner Grenze werden er oder sein Gepäck durchsucht. Ende August 2005 findet dann die erste Anhörung gegen Michael Piech statt. Und auf Anraten seiner Verteidigung bekennt er sich der Belästigung für schuldig, die Beweislast ist zu erdrückend und einen eigenständigen Stalking-Paragraphen gibt es im Jahr 2005 in Großbritannien noch nicht. Und im Falle einer Verurteilung erwartet ihn bei Belästigung nur ein mildes Urteil. Die Anklage wegen Morddrohung, die deutlich härter bestraft werden würde, wird hingegen fallen gelassen. Trotzdem ist es für Claire ein erster Erfolg. Sie ist sich sicher, dass das Stalking nun endlich ein Ende hat. Und ihrer Cousine schreibt seine E-Mail, Gott sei Dank, endlich ist es vorbei. Aber sie weiß nicht, dass Michael Piech auch nach der Anhörung weiterhin auf freiem Fuß ist. Der 13. September ist für Claire ein gewöhnlicher Arbeitstag. Seit sie glaubt, dass Michael im Gefängnis sitzt, hat sie wieder Freude an der Arbeit. Um 20 Uhr schließt das Luxuskaufhaus. Die meisten Menschen sind bereits auf dem Weg nach draußen und Claire und eine Kollegin räumen die Kosmetiktische auf.
Es ist 19.50 Uhr, als ihre Kollegin plötzlich einen Mann hinter Claire sieht. Noch ehe sie reagieren kann, hört sie einen Schuss. Und sie sieht, wie Claire zusammensackt. Der Mann hat ihr in den Hinterkopf geschossen, bevor er zur schwerverletzten 22-Jährigen geht und ihr dreimal in den Kopf schießt. Anschließend richtet er die Waffe auf sich selbst und drückt ab. Auch Jahre später kann sich Trisha Burnell noch an den Moment erinnern, in dem ihr in der Nacht des Mordes der Tod ihrer Tochter mitgeteilt wird. Sie sagt: "Ich lag im Bett und schlief. Mein Ex-Partner ging nach unten und ich folgte ihm. Einer der Beamte sagte, es geht um Claire und ich konnte an ihren Gesichtern sehen, dass wir sie verloren haben. Ich fragte, wie ist es passiert und sie sagten, sie wurde erschossen. Ich sagte von Michael, ich wusste es einfach." Die Obduktion der beiden Leichen ergibt, dass Michael während des Mordes auf Kokain war und Claire nie eine Chance gehabt hätte, den gezielten Kopfschuss zu überleben. Mit dem Suizid von Michael Pech entzieht er sich jeglicher Verantwortung. Verantwortung für einen Mord, den er 4 Monate geplant hat, obwohl er eigentlich im Gefängnis hätte sein müssen. Für Claires Familie und Freundeskreis ist das neben der Trauer besonders bedrückend. Sie können nicht mit einem Prozess abschließen, der ihnen wenigstens einen Teil der Gerechtigkeit wieder zurückgegeben hätte. Sie bleiben mit der Frage zurück, auf die sie nie eine Antwort bekommen. Warum musste Michael Claire das alles antun? Warum entschloss er sich, nach dem monatelangen Stalking sie auch noch töten zu müssen? Und warum konnte er ein Nein nicht akzeptieren? Aber auch die Polizei rückt in den Fokus der britischen Berichterstattung. Warum wurde Claire nicht besser geschützt? Warum war sie quasi auf sich allein gestellt? Und wieso hatte sie niemand gewarnt, dass Michael Piech auf Kaution freigekommen ist? Die interne Ermittlung der Polizei ergibt, dass der für Claires Fall zuständige Polizist noch unerfahren war und seine Schulung im Umgang mit Opfern von häuslicher Gewalt und Belästigung nur einen Tag dauerte. Trotzdem rechtfertigt sich die Polizei, dass sie nicht hätten wissen können, welche Gefahr von Michael ausgeht, schließlich hatte er keine Vorstrafen. Eine Risikobewertung, wie sie heutzutage eigentlich bei Fällen von häuslicher Gewalt und Stalking durchgeführt werden sollte, ergibt allerdings, dass Claire der höchsten Gefahrenstufe ausgesetzt war. Und trotzdem wurde Michael 2-mal auf Kaution freigelassen. Um den Schmerz des Mordes an ihrer Tochter zu verarbeiten, leistet Trisha Burnell Aufklärungsarbeit. 2005 ist das Bewusstsein für Stalking noch nicht in der Gesellschaft angekommen und das will sie ändern. Sie ist Gründerin der britischen Wohltätigkeitsorganisation Protection Against Stalking, die zum ersten Mal spezialisierte Hilfsdienste für Stalking-Opfer anbietet. Erstmals wird dank Trishas Arbeit und Aufklärung durch ihre Organisation eine Notruf-Hotline für Opfer von Stalking eingerichtet und sie hat aktiv dazu beigetragen, dass Stalking mittlerweile ein eigener Strafbestand ist. Bis heute arbeitet Trisha Burnell eng mit der Politik, Presse und Polizei zusammen, um Verbesserungen in der Gesetzgebung und präventive Maßnahmen zu erarbeiten. Dass ihre Arbeit noch lange nicht am Ende ist, zeigen ihr die Statistiken zu Stalking-Opfern. In Großbritannien aus den letzten Jahren, denn ja, in einem Interview sagt sie: "Stalking wird dank des technischen Fortschritts von Tag zu Tag einfacher. Man kann Opfer in sozialen Medien stalken. Es ist einfacher, Personen zu verfolgen. Claires Fall ist deshalb heute noch genauso relevant wie vor fast 16 Jahren."